Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Lasst uns froh und munter sein. Ja, dieser Podcast wird jetzt zum vierten Advent und zum Heiligabend ausgestrahlt. Es ist bald soweit. Weihnachten steht nun unmittelbar vor der Tür. Und ich begrüße natürlich die Sophia. Danke. Wir begeben uns mit euch sozusagen auf eine kleine Reise zur Krippe, zum Stall. Und zum Weg. Und zum Weg. Zum Stall. Also es hat ja damit angefangen, dass Josef und Maria nach einem Ort gesehen haben, wo sie ihren Sohn gebären kann. Und da hat es ja eigentlich angefangen, dass die in verschiedenen Häusern nach verschiedene Wirte gefragt haben, nach einer Unterbringung. Und dann kamen sie irgendwann zu einem Mann, der gesagt hat, ja, es tut mir leid, ich habe leider nur noch einen Stall übrig. Und dann waren sie in einem Stall inmitten von Tieren. Und dieser Gedanke eigentlich, dass der König der Welt, also unser König, der Erschaffer unserer Religion, in einem Stall geboren wurde, in einem ganz normalen Stall zwischen Tieren, mit ärmeren Leuten, mit reicheren Leuten. Eigentlich müssten wir viel mehr über diesen Gedanken nachdenken. Was sagst du dazu? Ja, wenn ich überlege, jetzt wo du das sagst, Maria war ja vielleicht eine Frau oder ja, vielleicht in deinem Alter, also ungefähr, da können wir sagen, damals haben die Frauen ja früher Kinder bekommen, zur Zeit von Maria, vielleicht war sie so alt wie du, 15 Jahre, 16 Jahre. Wenn du dich jetzt als Frau, als Mädchen, wie auch immer, in die Rolle von Maria hineinversetzt, wie würde es dir gehen, wenn du dein Kind ja in einem Stall inmitten von Tieren zur Welt bringen? Wie würde es dir da gehen? Also ich glaube, ich würde mich tatsächlich wohler in einem Stall fühlen, als in so einem ganz normalen Zimmer mit einem Bett. Einfach auch mit den Tieren, einfach irgendwie ein Gefühl davon, dass Leute bei einem sind, halt auch Tiere bei einem sind und einen unterstützen. Ich finde den Gedanken einfach insofern schön, dass Tiere auch dabei waren, dass es einfach sagt, okay, hier wird der Schöpfer der Welt gerade gebärt. Und die Tiere können alle Teil dran haben. Alle dürfen Teil dran haben. Und die Tiere gehören mit zur Schöpfung, genauso wie Jesus es bestimmt hat. So ist es. Eigentlich. Also das ist genauso, sehr schön beschrieben. Der Schöpfer kommt zur Welt und alle Geschöpfe sind da. Die Tiere, Schafe, Ziegen, vielleicht der Esel und der Ochse. Die Menschen natürlich, aber auch, die dürfen wir auch nie vergessen, die Engel, auch sie sind Geschöpfe Gottes, anders wie wir, aber auch sie sind Geschöpfe Gottes. Genau, und vielleicht natürlich die Krippe, den Stall umgeben, auch Pflanzen. Also von daher, der Schöpfer der Welt kommt inmitten seiner Schöpfung zur Welt, er wird dort geboren. Und die ganze Schöpfung ist da. Und ein wichtiger Teil der Schöpfung sind die Tiere. Das ist richtig. Und es kommt ja auch Besuch. Also die Tiere sind da. Die Hirten sind ja arme Leute. Ich sage ja immer ein bisschen lustig, wer nichts wird, wird Hirt. Also damals zumindest waren die Hirten so am Rande der Gesellschaft, die Nomaden, Wanderhirten, also nicht wie heute Hirten, die irgendwo fest leben. Aber die haben ja auch eine wichtige Aufgabe. Die passen ja auf ihre Schafe auf. Der gute Hirt, Jesus spricht ja über den guten Hirt. Hirt hat auch eine besondere Beziehung. Genau, so eine schützende Beziehung. Zu den Tieren, genau, sind... Mhm. Nicht er sorgt sich um sie, er guckt, ob sie gesund sind. Der gute Hirt geht einem verlorenen Schaf nach. Wir haben jetzt nächstes Jahr, wird hier nach Klausen die Bärbel Schäfer kommen, eine Fernsehmoderatorin, und die hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das habe ich jetzt gelesen, über ihre Zeit, wo sie sich
ja, wo sie jeden Samstag zu einem Hirten gefahren ist, um ja mal die Erfahrung zu machen, mit wie es ist, mit Schafen zusammen zu arbeiten, sich um eine Herde zu kümmern. Und die hat genau das auch gesagt, ja, über den Hirten. Der Hirt kümmert sich um seine Schafe, der ist wichtig. Es kommen ja noch die, also der Hirte kommt mit seinen Schafen, mit den Tieren, vielleicht Ziegen, natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn da Ziegen dabei waren. Und noch die an die Könige. Ja, aber die kommen ja eigentlich erst dann im Januar, also zum Dreikönigsfest, da reden neuen wir Jahr, vielleicht nochmal über, genau, genau. da reden wir vielleicht beim Dreikönigs, beim Sternsingern Aber dort. war der Hirte direkt schon bei der Ja, Gebärung dabei? am, ja, den wird ja als erstes die gute Botschaft mitgeteilt vom Engel. Das ist ja auch interessant. Also, dass der diesen Armen, wem wird die Botschaft als erstes mitgeteilt? Nicht den Reichen, nicht irgendwelchen bedeutenden Menschen, sondern eben den am Rande der Gesellschaft, den Hirten mit seinen Tieren. Ihnen wird die gute Botschaft als erstes mitgeteilt. Die Könige haben das doch auch aus den Sternen irgendwie Aus den gelesen. Sternen, genau, da können wir also Mega. wirklich über die Sterne, wenn es dann um die, hast du recht, bald reden wir mal länger über die Könige. Die haben ja noch mal eine besondere Der Stern über Rolle. Der Stern über Bethlehem, genau, Bethlehem. hat denen den Weg gezeigt. Genau, die Sterne, genau, da können wir über die Sterne reden. Ja, wir sind jetzt unmittelbar vor Weihnachten, kurz davor die Krippe. Wir haben die Krippe so ein bisschen betrachtet. Ja, ich stehe an deiner Krippe hier, ist auch ein schönes Weihnachtslied. Bist du schon bereit, an der Krippe zu stehen? Hast du alles vorbereitet? Bist du schon, ja, fit für Weihnachten? Ist natürlich die Frage, ab wann man das definiert. Also fit für Weihnachten hört sich so an, als ob ich schon alle Geschenke besorgt hätte. Für Weihnachten habe ich schon hoffentlich alle Geschenke, aber jetzt, Moment zur Aufnahme, noch nicht wirklich. Aber Du ich mache bist mir Gedanken. zuversichtlich. Genau, ich bin zuversichtlich. Und das Wichtige ist ja auch wirklich, dass man sich Gedanken um jemanden gemacht hat. Okay, was kann ich der Person schenken? Was passt zu der Person? Es ist die Geste, Leute. Denkt nicht immer, okay, ich muss das und das unbedingt kriegen. Es ist die Geste, wenn jemand etwas schenkt. Genau, Weihnachten ist kein Tauschfest, sondern Genau. ein, genau. Sehr schön. Ich würde sagen, an dieser Stelle, unser Gebet, und die Sophia hat wie immer ein Gebet. Guter Gott, lass uns beim Anschauen der Krippe erkennen, dass du Mensch inmitten der Tiere, der Engel, der Armen, der Freunde und deiner Familie geworden bist. Amen. Und wir wünschen euch und Ihnen allen da draußen frohe, Und gesegnete Weihnachten. alles Gute, tschüss. Tschüss!